Als erstes begrüße ich den Arno Germain Lafin vom Verband der Studierenden aus Kurdistan, Yekheke. Er ist Student der Politik- und Rechtswissenschaften und hat sich auch im Rahmen seines Studiums mit den Ideen Abdullah Öcalans auseinandergesetzt. Ich habe gehört, sein Thema ist das Internationalismusverständnis der PKK-Bewegung nach dem Paradigmenwechsel. Ist das richtig? Herzlich willkommen. Ja, ich werde zum Thema Internationalismus, Weiterentwicklung eines Konzepts sprechen. Als wir als Yekheke aufgefordert wurden, einen Beitrag beizusteuern zu dieser Konferenz und als das Thema feststand, haben wir darüber diskutiert, wer das machen könnte, und die Entscheidung fiel auf mich, weil ich als Nicht-Kurde im Verband der Studierenden aus Kurdistan organisiert bin. Und der Verband meinte, dass das ein Zeichen wäre, unsere internationalistische Haltung auch nochmal visuell auszudrücken. Genau, wir versuchen auch mit unserem Beitrag, den wir kollektiv geschrieben haben, die Diskussion innerhalb unseres Verbandes und innerhalb der Bewegung wiederzuspiegeln. Und ich hoffe, dass uns das gelungen ist. Ich wurde gebeten, nicht abzulesen. Ich wurde gebeten, langsam zu sprechen. Ich wurde gebeten, mich an meine Zeit zu halten. Und ich versuche jetzt, diese ganzen Sachen irgendwie passieren zu lassen. Der Begriff Internationalismus ist schon etwas älter. Er geht auf die Arbeiterinnenbewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts zurück. Die Forderung Proletarier aller Länder vereinigt euch, die Forderung nach einem proletarischen Internationalismus, hat diesen Begriff sehr stark geprägt. Es gab dann viele Weiterentwicklungen, viele Stationen, die dieser Begriff durchgemacht hat. Die können hier nur genannt werden, vor allem in Europa ein Antimilitarismus im Ersten Weltkrieg, die Dritte Internationale, die Komintern, die internationalen Brigaden des Spanischen Bürgerkriegs, auf die sich ja auch in der Rojava-Solidarität bezogen wurde. Dann später die verschiedenen antikolonialen Befreiungskämpfe im Trikont und die Solidarität mit ihnen hier in den Metropolen, die 68er-Revolte, später die Stadtguerilla-Konzepte hier in den westlichen Metropolen, die Antiglobalisierungsbewegung, der Widerstand gegen neokolonialistische und supranationale Regime. Das alles sind Wegmarken, die natürlich auch dazu beigetragen haben, das Internationalismusverständnis der kurdischen Bewegung mit zu prägen. Und das sind auch alles Wegmarken, vor denen wir unser Internationalismusverständnis immer wieder neu diskutieren müssen. In meinem Vortrag werde ich mich jetzt natürlich auf das Verständnis der kurdischen Freiheitsbewegung beschränken müssen, weil wir einfach nicht die Zeit haben, so weit auszuholen. Die Arbeiterinnenpartei Kurdistans, PKK, als ideologisches Zentrum der Freiheitsbewegung, hat schon früh oder seit ihrem Bestehen hat sie sich als internationalistische Kraft verstanden. Das ist vor allem auf ihre Ursprünge zurückzuführen. Sie hat drei politische Wurzeln. Das ist zum einen die 68er Studierendenrevolte. Die Gründer der PKK, die Vordenkerinnen und Vordenker sind Studierende gewesen, die an den türkischen Hochschulen in den 60er und 70er Jahren politisiert wurden. Und vor dem Hintergrund der Studierendenrevolte auch diese Dynamik, diesen Aufbruch mit in die eigene Organisation getragen haben. Die zweite wichtige Wurzel ist die vor allem marxistisch-leninistisch geprägte türkische Linke gewesen. Am Anfang war man in diesen Strukturen organisiert, hat sich dort mit den türkischen Genossen gemeinsam politisiert und erst später
die Notwendigkeit gesehen, sich eigenständig nochmal als kurdische Bewegung zu organisieren. Die dritte Wurzel ist natürlich die Inspiration durch die nationalen Befreiungsbewegungen weltweit. In den 70er Jahren die Perspektive, über einen revolutionären Volkskrieg eine nationale Befreiung zu erkämpfen, das war auch etwas, was natürlich die kurdische Bewegung angetrieben hat. Schon in den 90er Jahren, als der Realsozialismus zusammengebrochen war, man gesehen hat, dass man mit den eigenen Instrumenten, mit den eigenen Vorstellungen die Gesellschaft nicht wird befreien können, dass man in Sackgassen laufen wird, hat man angefangen, den Paradigmenwechsel einzuläuten. Und dieser Paradigmenwechsel hat das Verständnis von Internationalismus und vor allem auch von gesellschaftlicher Befreiung und was das miteinander zu tun hat, nochmal auf eine ganz andere Grundlage gestellt. Dieses Konzept wird immer kontinuierlich entwickelt. Es sind nicht nur die Schriften Abdullah Öcalans, die natürlich die größte Inspirationsquelle für die kurdische Bewegung sind, sondern es sind auch Dutzende Köpfe in den Kandilbergen, die mitdenken. Es sind hunderte, tausende Köpfe weltweit, die vor allem in der Praxis drin stecken, mitdenken, mitdiskutieren, die Erfahrungen, die gesammelt werden, die theoretischen Konzepte immer wieder an der Praxis messen und schauen, was geht und was nicht geht. Diese neuen Ideen von gesellschaftlicher Befreiung, die sich die kurdische Bewegung angeeignet hat, das Potenzial, was in ihnen für internationalistische Zusammenarbeit, für gesellschaftliche Befreiung steckt, das ist alles deutlich geworden im letzten Herbst, als der Widerstand von Kobane die Weltöffentlichkeit dominiert hat, als auf der ganzen Welt Solidaritätskundgebungen, Demonstrationen, Aktionen, Spendenkampagnen gab. Menschen sind nach Rojava, nach Kobane gegangen, um dort zu kämpfen, aber auch um aufzubauen, um die Revolution dort kennenzulernen. Da hat sich gezeigt, was für ein großes Potenzial in dieser Bewegung und den Ideen, die sie versucht umzusetzen, steckt. In Kobane wurde nicht nur eine Stadt verteidigt, die vor einem Jahr noch niemand kannte. In Kobane wurde vor allem eine Idee verteidigt, eine Utopie. Und diese Vorstellung von einer demokratischen Moderne, wie eine demokratische Moderne aussehen könnte, diese Vorstellung wurde da verteidigt, sie hat sich dort durchsetzen können. Und über diese demokratische Moderne und die Vorstellung, die dahinter steht, würde ich jetzt gerne etwas sagen. Dazu wurde auch schon in Session 2 einiges gesagt, aber ich glaube, es ist wichtig, das nochmal als Grundlage zu nehmen, um den Internationalismusbegriff der PKK verstehen zu können. Als demokratische Moderne wird nämlich auch die Summe der Widerstände, die jetzt bereits bestehen, verstanden. Also demokratische Moderne ist überall dort, wo Gesellschaft sich demokratisch verwaltet, wo die kapitalistische Moderne zurückgedrängt wird, wo es jetzt schon Risse in dieser kapitalistischen Moderne gibt, wo halt die demokratische Moderne keimen kann. Als demokratisch wird dabei verstanden, dass sich Gesellschaft unabhängig von Staat macht und Herrschaft organisiert und selbst verwaltet. Also das Subjekt der demokratischen Moderne kann nur Gesellschaft sein. Demokratische Moderne ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass demokratische Moderne ein zeitgemäßer Gegenentwurf sein muss. Also es ist nichts, was rückwärtsgewandt ist, zurück in die Vergangenheit, was der kurdischen Bewegung oft vorgeworfen wird, wenn sie über die Entwicklung von Gesellschaft, von Herrschaft spricht, wird ihr immer oft gesagt, ja, aber bezieht euch doch nicht immer aufs Neolithikum, denkt doch mal um heute. Es ist ein Bezug, der nicht dahin gedacht wird, dass man zurückgeht, sondern es ist um das Verständnis von Unterdrückung, von gesellschaftlicher Befreiung auf eine Grundlage zu stellen, um nach vorne zu schauen. Also demokratische Moderne ist hochaktuell, ist ein zeitgemäßer Gegenentwurf. Die aktive Durchsetzung von demokratischer Moderne muss an der Organisierung ihrer Widerstände ansetzen. Nicht umsonst begreift sich die PKK als einen der Widerstände der demokratischen Moderne. Die PKK hat vor 10 Jahren begonnen, ihr eigenes System parallel zum bestehenden Nationalstaat aufzubauen. Dieses System wird als demokratische Autonomie bezeichnet und es ist das Gerüst, der Körper der demokratischen Moderne. Dieser Aufbau von eigenen autonomen Strukturen konzentriert sich dabei vor allem auf die kommunalen Räte und die politische, dynamische, ethisch-moralische Zivilgesellschaft. Dabei geht es vor allem darum, dass die Menschen sich selbst ermächtigen und sich gegenüber dem Staat
als Menschen, als Individuen, aber auch als Gesellschaft, als Kollektive wehren können, dass sie gegenüber dem Staat ihre eigenen Lösungen durchsetzen können, sich nicht vom Staat abhängig machen können, nicht nur auf die Wohltaten des Staates warten. Das geschieht nicht in der direkten Konfrontation mit dem Staat, sondern geschieht parallel zu ihm, sodass man sich auf die eigene Stärke, auf die eigene Struktur konzentriert und sich nicht am Staat, an der Herrschaft abarbeitet. Und diese Strukturen der demokratischen Autonomie, die lokal, regional aufgebaut werden, die sich dann vernetzen, weiche Beziehungen miteinander eingehen, auf lokaler, regionaler Ebene, teilweise kontinental sich sogar vernetzen, miteinander zusammenschließen, dieses System ist das System des demokratischen Konföderalismus. Wenn wir über demokratische Autonomie und demokratischen Konföderalismus sprechen, dann müssen wir auch über einen weiteren Begriff sprechen, den die kurdische Freiheitsbewegung in letzter Zeit eingebracht hat, den Öcalan eingebracht hat in die Diskussion. Das ist der Begriff der demokratischen Nation. Und vor allem im deutschen Kontext ist natürlich der Begriff der Nation sehr vorbelastet. Es ist ein sehr strittiger Begriff. Auch innerhalb der kurdischen Bewegung wird sich mit diesem Begriff Nation sehr kontrovers auseinandergesetzt. Dazu möchte ich Öcalan zitieren. Der hat in seinen Gefängnisschriften selbstkritisch angemerkt: Für uns war die Nation eine Sache, die unbedingt einen Staat erfordert. Wenn die Kurden eine Nation seien, müssten sie unbedingt auch einen Staat haben. Nach einer intensiven Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Phänomenen und dem Begreifen, dass die Nation sich unter dem starken Einfluss des Kapitalismus entwickelt hat, und insbesondere das Nationalstaatsmodell ein Eisenkäfig für die Gesellschaft ist, habe ich verstanden, dass die Begriffe Freiheit und Gesellschaftlichkeit wertvoller sind. Ein Kampf für die Nationalstaatlichkeit wäre ein Kampf für den Kapitalismus. Es liegt also auf der Hand, dass Nationalstaatlichkeit zwangsläufig zu Ausschluss, zu Assimilation führt, zu einer Homogenisierung der Gesellschaft. Die demokratische Nation ist dabei sozusagen das gesellschaftliche Bewusstsein der demokratischen Moderne. Die demokratische Nation ist ein Gegenentwurf zu Nationalismus. Nationalismus ist sozusagen der Geist von Nationalstaatlichkeit und der kapitalistischen Moderne, während die demokratische Nation als Gegenentwurf der Geist der demokratischen Moderne sein kann. Demokratische Moderne beschreibt dabei die demokratische Nation in ihrer Vielfalt. Also demokratische Nation greift die Vielfalt der Gesamtheit der Gesellschaft auf. Alle Teile der Gesellschaft sollen in dieser Nation Beachtung finden. Es geht darum, ein gemeinsames Bewusstsein über eine demokratische Kultur zu entwickeln. Es ist also nicht so, dass demokratische Nationen eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Kultur oder eben einen gemeinsamen Staat irgendwie voraussetzt, sondern dass demokratische Nationen vor allem den Konsens voraussetzt, gemeinsam nach demokratischen Prinzipien zu leben, das Leben gemeinsam zu gestalten. Das ist die Vorstellung von demokratischen Nationen. Und überall da, wo dieser Konsens über diese demokratischen Prinzipien besteht und man sich darüber einig ist, dass man gemeinsam leben möchte, dort entsteht demokratische Nation. Die Identitäten innerhalb der demokratischen Nation werden ganz bewusst betont. Sie werden nicht negiert, sie werden nicht ausgeklammert, sie werden nicht unterdrückt, sie werden betont, um die Hegemonie, das Gewaltmonopol, aber auch die Ausgrenzung oder Unterdrückung einzelner Identitäten zu verhindern. Also dort, wo Identitäten sichtbar sind, werden sie nicht marginalisiert und können sich aber auch nicht über die anderen Identitäten erheben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den demokratische Nationen ausmacht. Also dass es nicht um Homogenisierung geht, sondern dass diese Heterogenität von Gesellschaft akzeptiert und erstmal sichtbar gemacht wird. Die einzelnen Identitäten sollen sich dann selbst organisieren und über diese Selbstorganisierung selbst ermächtigen, dass sie fähig sind, für sich selbst Entscheidungen zu treffen, für sich selbst zu sorgen und dann innerhalb der demokratischen Nation ihren Platz einzunehmen und dort als Teil dieser demokratischen Nation sich zu entfalten. Und dann auch über diese kollektive Organisierung ihre kollektiven Rechte wahrnehmen und nicht nur als Individuen innerhalb einer Gesellschaft, als Bürgerin innerhalb eines Systems unterzugehen in dieser Masse. Es lässt sich also festhalten, dass demokratische Moderne
nur entfaltet werden kann, wenn sich die Identitäten selbstständig organisieren und über diese Organisierung eine widerständige, fortschrittliche Identität und Organisierung entsteht. Das sind grundlegende Überlegungen, die Befreiung von Gesellschaft ermöglichen können. Also das ist auch mit diesem Paradigmenwechsel gemeint. Das macht ihn aus. Und dieser Vorstellung von gesellschaftlicher Befreiung ist natürlich eine internationalistische Grundhaltung immanent. Also wenn dort nicht über die eigenen identitären Grenzen hinausgegangen wird, sich dort nicht vernetzt wird, dort nicht die eigene Identität auch kritisch reflektiert wird, man Beziehungen eingeht zu anderen Kollektiven, zu anderen Strukturen, dann wird dort auch keine gesellschaftliche Befreiung stattfinden und dann wird sich die demokratische Moderne auch nicht entfalten können. Und von daher ist Internationalismus nicht etwas, was die kurdische Bewegung oder die Kräfte der demokratischen Moderne nebenher machen können, sondern es geht mit der gesellschaftlichen Befreiung einher. Ohne eine internationalistische Grundhaltung, ohne die Vernetzung, ohne die gemeinsamen Kämpfe kann sich diese Befreiung nicht entfalten. Es wird auch diskutiert, auch innerhalb der Freiheitsbewegung wird diskutiert, ob Internationalismus überhaupt der richtige Begriff sein kann, weil es eben nicht nur um die Beziehung zwischen Nationen geht. Es gibt Bezeichnungen, die eingeführt werden wie Transnationalismus, weil man halt diese nationalen Grenzen überwinden möchte. Es gibt Begriffe wie Subnationalismus, da man die Grenzen unterwandern möchte. Aber das sind so Diskussionen, die uns in der Sache wenig weiterführen und die auch immer sehr gefährlich werden, weil sie halt entweder dazu führen, dass sich solche Diskurse in irgendwelche linken Theoriezirkel zurückziehen und dort halt zu Objekten von Theorieproduktion verkümmern, oder dass sie halt als Spaltkeile in Bewegung getrieben werden. Also gerade die deutsche Linke hat da, glaube ich, sehr traumatische Erfahrungen miterlebt, dass einfach dieser Begriff genommen wird und sich daran abgearbeitet wird, anstatt diese Begriffe mit Inhalten zu füllen. Und das sieht natürlich auch die kurdische Bewegung, dass dieser Begriff nicht unproblematisch ist, aber es gibt bisher keinen ordentlichen, besseren Vorschlag, auf den sich alle geeinigt hätten. Von daher bleiben wir gerade noch bei Internationalismus. Um dieses Grundverständnis, von dem ich gerade gesprochen zu haben, wirkmächtig werden zu lassen, um das auch in die Gesellschaft, in die Basisorganisierung, in die alle Lebensbereiche einfließen zu lassen, sind Akademien notwendig. Akademien sind einer von vier Grundpfeilern, die gerade die Bewegung aufbaut. Also wir haben gestern schon über die Kommunen viel gehört. Die Räte sind, glaube ich, sehr bekannt, gerade in Rojava spielen sie eine große Rolle. Die Kooperativen haben wir auch gestern bei Ökonomie einiges zugehört. Das sind die anderen drei Grundpfeiler, die gerade in Kurdistan aufgebaut werden. Und Akademien ist ein vierter wichtiger Punkt. Es sind Akademien, die sich an die gesamte Bevölkerung richten, die sich an die einfachen Menschen richten. Es sind keine wissenschaftlichen Einrichtungen, wo nur Intellektuelle sitzen, sondern es sitzen dort alle. Es sitzen dort Intellektuelle, genauso wie Menschen ohne Grundschulabschluss. Das haben wir auch gestern gehört zu Rojava, glaube ich, wo alte Frauen ihr Wissen an die Gesellschaft weitergeben, genauso wie Leute, die gerade die Uni besucht haben und irgendwelche schlauen Sachen gelernt haben. Diese Akademien tragen dazu bei, dass die Hegemonie der kapitalistischen Moderne auch in den Köpfen gebrochen wird, dass die Befreiung der Gesellschaft überhaupt erst möglich wird. Die kapitalistische Moderne hat auch die Köpfe, die Gefühle der Menschen so für sich vereinnahmt, dass diese erstmal befreit werden müssen. Und dafür brauchen wir Orte, an denen wir gemeinsam lernen, gemeinsam diskutieren und uns und unsere Geschichte wieder kennenlernen, um gemeinsam auch in die Zukunft zu schauen. Solche Akademien müssen in einem globalen Zeitalter auch global vernetzt sein und sie müssen halt auch eben internationalistisch ausgerichtet sein, dass nicht jeder in seinem kleinen Zirkel verhaftet, sondern dass wir gemeinsam lernen, gemeinsame Entwicklungen machen können. Ich möchte noch die Jugend betonen, da wir als Studierenden- und Jugendorganisationen sprechen. Für uns ist Jugend keine, also nicht nur eine soziale Realität, es ist nicht nur ein bestimmtes Alter, an das gewisse gesellschaftliche Erwartungen geknüpft sind, es ist kein Stadium körperlicher oder geistlicher Entwicklung oder eine bestimmte ökonomische oder soziale Situation, sondern Jugend ist für uns vor allem eine politische Kategorie, eine Kategorie, an der sich Herrschaft ausdrückt, die Herrschaft der Alten über die Jugend.
Für uns ist Jugend aber auch vor allem eine mentale Haltung offen zu sein für Entwicklung, sich nicht zufrieden zu geben mit dem Bestehenden, das zu hinterfragen, vor allem die eigenen Fehler zu hinterfragen und immer auf der Suche nach etwas Neuem zu sein. Das zeigt sich auch hier bei der Konferenz, dass so viele junge Leute da sind, dass dieses Suchen nach Neuem, nach Lösungen, nach neuen Perspektiven halt ein Merkmal ist, was die Jugend auszeichnet und dass es auch ein ganz menschliches Verlangen ist, was bei der Jugend noch nicht so abgestorben ist, wie bei vielen anderen, die sich mittlerweile in diesem System bewegen. Okay, mir wurde gesagt, dass meine Zeit um ist. Ich habe nicht geschafft, alles miteinander zu vereinbaren, langsam zu sprechen und die Zeit einzuhalten. Deswegen möchte ich ganz kurz festhalten, wir brauchen eine selbstständige Organisierung aller verschiedenen Identitäten, die zu einer gemeinsamen Organisierung führen kann. Wir brauchen einen gemeinsamen Kampf, wofür Akademien notwendig sind, um einen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Wir sehen, dass das möglich ist, dass diese Alternative möglich ist, sehen wir in Rojava, wo etwas aufgebaut wird. Das hat auch viele Menschen inspiriert. Wir haben als Jecheke bei den letzten Blockupy-Protesten ein Transparent getragen, wo stand, Cause there is an alternative, solidarity with Rojava, weil es halt diese Alternative gibt. Das haben wir weltweit gesehen, dass es diese Aufbrüche gibt. Da werden wir jetzt heute viel zu hören. Ich möchte dann mit einem Zitat von Hüseyin Chalabi schließen. Das ist ein Genosse gewesen, der maßgeblich zur Gründung der Jecheke beigetragen hat, der 1992 in Kurdistan gefallen ist. Und er hat damals vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs des Realsozialismus gesagt: Wir müssen die großen Chancen, die diese Situation mit sich bringt, nutzen. Wir müssen unsere eigenen Modelle, unsere eigenen Vorstellungen versuchen durchzusetzen und zu realisieren. Wir müssen die große Chance, neue Perspektiven mitentwickeln zu können, nutzen. Wir müssen die neue Perspektive selbst sein, anstatt immer nur andere Perspektiven darzustellen. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir aus dieser Konferenz mitnehmen, dass wir es selbst sein müssen und dass diese Suche nach Neuem und neuen Perspektiven noch lange nicht zu Ende sind und dass wir Teil davon sein können. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Arno von der Jecheke. An dieser Stelle möchte ich auch an die internationalistischen Kämpferinnen Andrea Wolf, Uta Schneiderbanger und Ivana Hoffmann erinnern, die ihr Leben gegeben haben im Kampf für diese Freiheit. Applaus